In diesem Video gebe ich dir ein paar Tipps, wie du deinen Uni-Mail-Account einrichten und nutzen kannst. Auf deine Uni-E-Mail-Adresse und dein persönliches Postfach kannst du auf deinem Endgerät ganz einfach über den Webbrowser zugreifen. Oder du verwendest eine Mail-Client-Software, wie beispielsweise Thunderbird oder Outlook. Auf die Startseite des Webmail-Systems gelangst du unter webmail.uni-wuppertal.de. Hier kannst du dich mit deiner Matrikelnummer und deinem ZIM-Passwort einloggen. Mit einem Klick auf Webmail befindest du dich in deinem Posteingang und findest in der linken Menüspalte Allo-Ordner. Unter dem Menüpunkt Ordner-Aktion kannst du noch weitere Ordner erstellen, um deine E-Mails besser zu sortieren. Insgesamt stehen dir 50 MB Speicherplatz zur Verfügung. Achte darauf, deinen Papierkorb regelmäßig zu leeren, um Speicherplatz freizugeben. Nur so werden von dir gelöschte E-Mails auch endgültig gelöscht. Deine E-Mail-Anhänge dürfen maximal 20 MB groß sein. Mit einem Klick auf das Zahnrädchen-Symbol in der oberen Menüleiste gelangst du zu deinen Benutzereinstellungen für Webmail. Dort kannst du unter anderem eine Signatur für deine E-Mails anlegen. Im Webmail-System stehen dir noch weitere Tools zur Verfügung. Ein Kalender, in den du Termine eintragen kannst, ein Adressbuch für deine Kontakte und Tools zum Erstellen von Aufgaben und Notizen. Alternativ zum Webmail-System kannst du deine E-Mails auf deinem Endgerät natürlich auch über eine E-Mail-Client-Software abrufen, wie zum Beispiel Thunderbird. Auf der ZIM-Webseite stehen dazu Anleitungen für die Konfiguration. Die Anleitungen findest du unter zim.uni-wuppertal.de. Klicke in der oberen Menüleiste auf unsere Dienste, dann in der linken Menüleiste auf den Menüpunkt E-Mail und anschließend auf Mail-Client-Konfiguration. Hier findest du alle Daten, die du brauchst, um deine E-Mail-Client-Software Schritt für Schritt einzurichten. Bei Fragen oder Problemen kannst du dich jederzeit an die ZIM-Benutzerberatung wenden. Ein wichtiger Tipp noch. Unter der E-Mail-Self-Service-Website des ZIM kannst du deinen E-Mail-Account verwalten. Du findest den Self-Service der ZIM-Startseite unter dem Menüpunkt Mein Zugang. Klicke hier auf Zugang verwalten und dann auf E-Mail-Daten ändern. Gib deine Matrikelnummer und dein Passwort ein. Hier kannst du zum Beispiel deinen Spam-Filter einstellen. Apropos Spam-Filter. Nicht immer landen alle schädlichen Mails direkt im Spam-Ordner. Wenn dir eine E-Mail komisch vorkommt, klick sie also lieber nicht an und öffne keine unbekannten Dateianhänge.